Was geht ab, Freunde? Wir sind in Bangkok und wir testen heute das verrückteste und außergewöhnlichste Essen, was wir nur finden können. Geh mal lieber was von deiner Seite. Da sind Sachen dabei, Leute, die kenne ich eigentlich nur aus der Dusche, damit man nicht ausrutscht. Es gab auch schon einen ersten Teil, den gibt's auf dem Kanal Caramella, deswegen checkt das auf jeden Fall auch aus. Der Link dazu ist in der Infobox und jetzt chillt euch hin und viel Spaß mit diesem Video. Wie cool ist das bitte? Ey, das sieht so crazy aus. Wir gehen jetzt zu einer Sache. Da hat Adrian richtig Bock drauf. Kommen Sie mit mir. Auf was habe ich Bock drauf? Nein, jetzt hör auf. Wir haben jetzt diese Cheese-Gyoza bestellt. Gyoza, du magst das, diese geilen Teigtaschen, aber hier mit Käse drauf und so. Anderes Level. Das ist wie Loaded Fries, aber mit Gyoza auf asiatischem Level. Geil. Und jetzt sind wir an Adrians Lieblingsstand. Hier gibt es Promotion. Wir nehmen diese Octopus-Flosse, ja? Flosse-Genosse. Also Adi hat gar keinen Bock da drauf, aber ganz ehrlich. Man muss ja auch mal was probieren. Wenn ich alleine hier wäre, ich würde das gar nicht machen. Aber irgendwie pusht mich das, dass Adi keinen Bock darauf hat. Deswegen will ich das machen. Freust du dich? Was, Bruder? Tickling you with my flossy. Thank you! Thank you so much! Ey, das sieht halt geil aus, ne? Ich hab gehofft, dass Stromausfall ist in der Zeit, wo wir weg sind oder dieser Laden einfach nicht mehr existiert, Insolvenz angemeldet haben, Konkurs, alles. Und jetzt brauchen wir noch unsere Cheesy Gyozi. Ey, ich hoffe, dass es auch wirklich so einen Cheese-Pull hat, Alter, dass du das pullen kannst bis nach Giamini. So, dann setzen wir uns mal hin, Ari. Das sieht so, Dings, egal. Ich will jetzt niemanden kränken hier, ne? Weil vielleicht könnte das Leuten schmecken auf jeden Fall. Ja, natürlich schmeckt das Leuten. Aber es sieht halt einfach nicht so appetitlich aus mit diesen Saugknöpfen da dran. Das sieht einfach aus wie mein Handy hier. Hier, wir machen jetzt Family Reunion. Mama, bist du? Da ist auch jeder dasselbe. Können wir die mal aneinander saugen? Genau. Aneinander nappen? Gar keinen Fall, weil vielleicht schmeckt es nicht lecker, dann esse ich das. Und wenn nicht, dann haben wir das alle nicht gesehen. Also ja, die Saugnäpfe sind schon wirklich extrem, muss man schon sagen. Aber weißt du, von oben in die Knospen rein? Nee. Hey, komm schon. Du musst auch da, wo die Saugnäpfe sind, abbeißen. Und? Der packt mich gleich an den Hals so. Was sagst du? Die Soße ist abnormal. Hä? Okay, mach einfach Augen zu. Und wie ist die Konsistenz aber? Bitte? Ja, du hast mir das Ganze in den Mund gesteckt. Komm, ich weiß ab. Ich brauche immer noch. Okay, ich esse jetzt diesen Zipfel, ja? Da sind so ganz viele Mini-Socken. Ich möchte mir nichts anmerken lassen, weil es gibt Leute, denen schmeckt das, ne? Mir persönlich schmeckt es nicht. Die Konsistenz auch nicht so geil. Es schmeckt halt, das hat man ja schon mal gegessen so an sich. Aber in dieser Form sieht es halt noch mal schon ein bisschen ungewohnt aus, um das mal jetzt einfach so auf chillig zu beurteilen. Ihr Gebiss kann sie aber auch heftig abbeißen. Schmeckt nicht so schlecht, wie es aussieht, finde ich. Aber guck dir das mal an. Aber es schmeckt unnormal gut, Es schmeckt richtig gut, ja. Es schmeckt wirklich unnormal. Einmal will ich jetzt noch eine Chance geben hier. Bitte bei den Saugen noch einmal, komm. Voll lecker. Hä, es ist meine Erfahrung, oder? Fazit, Aussehen minus 6, geschmacklich stabile 6. Ey, das sieht so lecker aus. Ich glaube, das wird jetzt aber unnormal geil. Oh nein, also eigentlich macht Käse alles immer nur geiler. Ist da nur Käse drin? Nee, Chicken und obendrauf Käse. Geil. Okay. Ich hätte es mir viel geiler vorgestellt. Ja, geil. Aber nicht. 1 gegen 1, Tentakel gegen das hier. Tentakel gewinnt. Ehrlich? Ja, Mann. Nein. Ich habe es mir irgendwie so knusprig vorgestellt, aber ich weiß nicht, der Käse schmeckt auch nicht so, oder? Ich weiß gar nicht, was du hast. Machst du? Guck mal, lecker. Nee, ich finde, das ist so unliebevoll. Die haben einfach so eine Scheibe Käse drauf geklatscht. Ich dachte, die machen das irgendwie ein bisschen innovativer, weißt du? Hm, doch, der Käse schmeckt. Aber in Kombination, irgendwie passt das nicht so. Es schmeckt in Kombination nur noch mal gut. Es überzeugt mich überhaupt nicht. Nee, also ich finde Gyoza ohne Käse tausendmal geiler. Nach diesem sehr herzhaften Sachen brauchen wir jetzt auf jeden Fall mal wieder was Süßes, ne? Damit wir auch wissen, wo, auf welchem Kanal wir hier sind. Caramella. Falls ihr den noch nicht abonniert habt, ne? Dann... Wir sind auf jeden Fall hier vor Hangcha World Class Thai Tea. Thai Tea, richtig geil. Das ist irgendwie so schwarzer Tee mit so Kondensmilch und so. Unnormal geil, finde ich richtig lecker. Und hier sind wir jetzt an einem Ort, wo ich eigentlich letztes Mal schon hin wollte. Wir haben den Laden aber nicht gefunden. Und jetzt haben wir den zufällig entdeckt. Und hier gibt es so ein Eis, ein ganz besonderes Eis. Ey, welche Süße wollen wir? Original Sweet 50, Sweet 25. Oh, wie geil, ne? Sweet, Alter. Ich glaube, das ist so ein Schneeflocken-Eis und dann wird da dieser Thai-Tee drauf gemacht. Regenbogen-Eis, das wir nie probiert. Ja, genau. Einen großen Applaus bitte, denn das hier wird ein Auftritt, den wir so schnell nicht mehr vergessen werden, meine Damen und Herren. Das ist ein Berg, das ist ein Kilimanjaro. Michelin Guy, also recommended bei Michelin. Aber ich glaube, dadurch bekommt man ja die Sterne, ne? Wir haben Sahne, wir haben kleine Bubbles, wie vom Bubble Tea, wir haben Mandelsplitter, wir haben kleine, diese Brotstücke und wir haben so Eisflocken, also so gecrushedes, grasiertes Eis. Und darauf wurde dieser Thai Milk Tea gekippt. Ich würde sagen, wir gehen einmal von oben nach unten einfach. Boah. Ist das so trocken oder was? Nein, das ist nicht trocken, das ist richtig juicy. Wow, es schmeckt crazy. Wenn man da so drauf beißt, also die sind voll hart und das platzt dann so auf. Das ist Bubble Tea. Ja, hier unten ist glaube ich so brotmäßig. Dann nimmt man sich so ein Stück Brot, das wurde so getränkt, weißt du? Crazy.
crazy. Ich muss sagen, ich mag diese Bubbles nicht so gerne. Mhm. Wir haben auf jeden Fall jetzt einiges vor. Schmeckt der unten intensiver? Mhm. Weil da unten, glaube ich, so. Krass, weil man sieht hier schon, dass es so ein bisschen heller hier ist an der Seite. Ja, und hier ist so richtig, hier geht's richtig ab. Ich probiere es jetzt. Weil diese Bubbles nerven richtig ab. Die sind dann so hart, ne? Aber nur. Überall mit drin? Nee, die sind nur oben drauf. Man muss richtig sich da unten, da ist so eine Stelle, da kannst du gut essen. Hammer. Als sie eben kam, boah, voll riesig, wer soll das alles essen, ne? Aber es ist ja eigentlich nur fast Wasser, ne? Aber dieses geschränkte Brot, auch übel geil. Mmh. Was machst du da? Was redest du aus? Ich gucke. Was kriegst du? Ich suche die wertvollen Mineralien. Ich schwöre, du bist Construction Master, ne? Du machst Essen Construction heftig. Meine Damen und Herren, von diesem Punkt nach diesem Punkt, die Fahrzeit vorher, sagt 6 Stunden, weil man um den Berg rumfahren musste. Jetzt nur noch eine halbe Stunde. Geh mal lieber was von deiner Seite. Hey, hier gibt's irgendwie so, die sehen irgendwie crazy aus. Die sind so weiß, diese Donuts. Ah, das ist so Signature Donut und dann kommt da noch so eine Soße zu. Den hier? Ja, den da. Ich weiß auch nicht, warum das hier so ein Seehund mit dem Donut ist, was das hier für ein Konzept ist, aber es sieht irgendwie süß und gemütlich aus. Was seerobbe ich denn da? Es ist sehr fancy verpackt. Ich hoffe nicht, dass nur diese Fanciness den Preis ausmacht, sondern auch den Geschmack dieser Signature Donuts. Eigentlich sehen die komplett aus wie normale. Nein, die sehen schon aus wie so kleine süße Po's. Weißt du? Die sehen schon die crazy sehen einfach aus. Das müssen die noch in den Ofen oder frittiert werden oder was auch immer. Guck mal bitte. Und wie das auch wieder zurückkommt. Oh mein Gott, das ist wie diese Squishmallows, weißt du, wo man seinen Stress dran auslassen kann. Nur, dass sie auch noch nach Zucker schmecken. Wir haben hier natürlich auch noch eine Mayonnaise. Okay, eigentlich ist Vanille Custard. Also ein richtiger Donut hat eigentlich wirklich ein Loch in der Mitte, wo man für mich auch durchschauen kann. Was ist das denn für ein Bauchnabel? Gut, dass du an Bauchnabel gedacht hast. Ich habe an was anderes gedacht. Also nicht das, was du jetzt denkst. Prost, ne? Ein bisschen trocken. Ich glaube, dafür ist die Soße. Ja, okay. Mhm. Ich sag dir ehrlich, normale Donuts sind geiler. Hä? Wie enttäuschend. Es sieht viel geiler aus, als es ist. Das ist geil, erinnert an ein Milchbrötchen mit Zucker drüber. Ja, genau. Das ist irgendwie nicht so richtig durchfrittiert, oder? Boah, damit ist geil. Ja, damit ist wieder crazy. Geile Kombo. Ja, die sehen aber schon so krasser aus, als sie sind. Also die machen ein großes Heckmeck rum, finde ich. Hast du früher in deiner Kindheit Kiri gegessen? Also ich weiß auf jeden Fall, dass du immer Harzer Käse und andere Käsen einfach so snackst. Aber Kiri. Und da gibt es einfach so eine Kiri Roll Cake. Also ist das herzhaft oder ist das süß? Ich verstehe das nicht. Lass rausfinden. Wir finden das raus. Das sieht voll interessant aus. Wir nehmen das. Jetzt haben die wirklich reingeschissen, was die gerade hier für eine Verpackung gemacht haben für diese scheiß Kiri Roll. Guck dir das mal an. Oha! Haben wir ein Geschenk? Was ist das? Das ist so ein Coolpack sogar noch, damit das kalt bleibt. Hä? Wir können uns jetzt was prellen und dann können wir das kühlen. Wie cool ist das? Also echt cool. Und hier sind wir. Der Kiri Roll Cake. Krass, ey, ist das alles Kiri da drin? Ich weiß überhaupt nicht, was ich gerade erwarte. Ich erwarte irgendwie voll was Geiles, weil die da so den übelsten Film drum gemacht haben und so getan haben, als ob das halt so Angela Merkel aus einer Torte kommt. Aber okay. Oh mein Gott, das ist viel besser als Angela Merkel aus der Torte. Oha! Das ist die perfekte Kombination aus süß und salzig und cremig. Dieser Teig, ne, ist so soft. Ich glaube, darin ist einfach Sahne mit ein bisschen Kiri gemischt. Dadurch ist das süß, aber auch so ein ganz bisschen so, ne? Also hat das wenig mit Kiri zu tun? Ja, schon. Krass, das Ding da drin schmeckt wie Eis, Vanilleeis. Ja, es schmeckt unnormal, ne? Aber nicht zu süß und nicht zu... Richtig geil, oder? Ich hätte niemals gedacht, dass das so geil schmeckt. H-A-M-E-R, Hammer, yeah. Einen Tag später. Wir befinden uns gerade am Flughafen, denn wir verlassen jetzt Bangkok leider. Aber fliegen jetzt nach Koh Samui, Gott sei Dank. Das bedeutet ein lachendes, ein weinendes Auge. Wir sind gerade durch diese Sicherheitskontrolle gegangen. Und wir hatten diese Flasche noch dabei und die war noch, ja, bis dahin ungefähr voll. Und er so, you can't take with you. Und ich so, please. Dann erstmal geäxt. Ja, und das sieht halt original aus wie so ein Flachmann, weißt du, wie so Wodka, Gorbatschow, Cherry Edition, ne? Und ich so, can I? Und dann, ich trinke das so aus, ne? Und ich habe in dem Moment gemerkt, aber das fühlt sich irgendwie voll falsch an, ne? Weil man eigentlich nur so Jägermeister und sowas aus solchen Flaschen trinkt. Und ich so, it's only juice und so, ne? Der dachte, ich kipp mir hier um 8 Uhr morgens den hochprozentigen rein. Ja, jetzt haben wir wenigstens die Flasche. Und ich schwör's dir, wir werden die irgendwie geil in unserer Wohnung für 16 Euro herrichten. Eine geile Sache zum Abschluss haben wir aber noch. Wir waren nämlich gestern, das war wirklich so ganz kurz vor Feierabend, Baby Cakes. Und ich schwör's euch, so ein geiler Laden. Man kauft da einfach einen Plain Kuchen ohne alles. Schoko gibt's, Latte gibt's, Vanille gab's. Ja, wir haben Schoko genommen. Und dann konnte man sich das einfach so personalisieren lassen. Die schreiben da drauf, was man will. Wir hätten auch auf Deutsch Kugelschreiber schreiben können. Oder du, eine Beleidigung. Das wäre eigentlich auch witzig gewesen. Aber wir sind, ja, jetzt erst witzig. Wie cool ist das bitte? Das ist so cool, oder? Das ist einfach unser persönlicher Karamella-Cake. Karamella. Boah, das ist so cool. Ich will das gar nicht essen. Schau mal, wo du machst du das, dann verschreibst du dich. Das wäre dir dann eine Lektion, weil du es dann ablecken musst und neu schreiben müsstest. Da sind wir wieder bei dem Punkt, ne?
Wow, also es könnte auch eine Lasagne sein, fällt mir gerade auf. Es könnte so eine Mini-Schokolasagne sein. Voll geil, oder? Ich feiere diese Verpackung. Das ist einfach für mich so fancy. Weißt du, was da drunter ist unter der Schokolade? Noch mehr Schokolade? Echt? Meinst du, es ist ein Schokoblock? Also, mein Schokoblock, mein Schokobezirk, mein Schokobezirk. Also, ich bin auch sehr gespannt, weil ich kann da nicht reinstechen in dieses Schokoding. Oh mein Gott, was ist das wie ein Pudding? Oh, lecker. Ja, dann. Das schmeckt unnormal geil. Ehrlich? Unnormal geil. Du laberst scheiße, wirklich so geil. Es ist Schokokuchen und so eine Schokomousse-Creme. Oh mein Gott, da ist einfach Schokopudding drauf. Aber so richtig geiler Schokopudding, so cremig, schokoladig, ne? Oh mein Gott. Boah, der ist richtig lecker. Ich mag den Pudding viel mehr als den Kuchen da drunter. Da kann ich aufhören jetzt. Besser Airport-Snack, Alter. Also ganz ehrlich, voll die süße Idee für 5 Euro. So einen kleinen Kuchen, den man so personalisieren kann. Man könnte auch noch so andere Sprinkles wählen. Man könnte echt draufschreiben, was man will. Freunde, wir haben so geiles Essen getestet. Ey, wir müssen da mal rein, Mann. Oh mein Gott, hier sitzt niemand mehr. Ari, oh mein Gott. Let's call. Hauptsache noch Kuchen snacken. Ey, die rennen schon, Ari. Digga, nur wegen diesem scheiß Kuchen. Ey, wir sind einfach wirklich ab nochmal wegen dir, ey, wegen dem Kuchen.